Die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für Firmen in der Corona-Krise werden offenbar stark nachgefragt. Binnen in weniger Tage seien mindestens 360.000 Anträge von Selbstständigen und Kleinunternehmen auf Soforthilfe eingegangen, wie eine Umfrage der Bild-Zeitung unter den Bundesländern ergab. Mehr als 138 Millionen Euro seien schon angewiesen. Unterdessen haben mehrere größere Unternehmen jetzt ihre Produktion umgestellt auf dringend benötigte Waren wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel. Flasche öffnen, Hände desinfizieren. Mit Alkohol aus der Brauerei. Bei Becks in Bremen produziert man nicht nur Bier, sondern auch Desinfektionsmittel. Zum Putzen der Brauanlagen. Diese Produktion hat man jetzt erweitert. Bilder, die Mitarbeiter gemacht haben. Aus Hygienegründen durfte kein Fernsehteam in die Halle. Die Anlage, die wir dafür einsetzen, ist geeignet, in der Gesamtmenge mehr zu produzieren, als wir selber benötigen für unsere Reinigungsarbeiten. Und das war genau die Idee zu sagen, dann lass uns die Anlage so weit ausschöpfen, wie es möglich ist. Rund 1000 Flaschen werden hier täglich abgefüllt und an Organisationen verschenkt, die sie dringend brauchen. Auch eine 500.000 Liter Alkohol, Überschuss aus alkoholfreiem Bier, wird an Desinfektionsmittelhersteller gespendet. Gutes tun will man auch bei Trigema auf der Schwäbischen Alb. Anstelle von T-Shirts produzieren etwa 600 Mitarbeiter jetzt pro Tag 20.000 Mundschutzmasken. Nicht ganz ohne Eigennutz, denn die firmeneigenen Läden sind geschlossen. 50% des Absatzes weggebrochen. Lösungen mussten her. Wir haben bis jetzt weder staatliche Hilfe noch natürlich beantragt, noch Kurzarbeit gedacht. Wir lösen normal unsere Probleme selber. Und wir sind ja durch die Mundschutzmasken sozusagen in der Produktion einschließlich Samstag voll ausgelastet. Tomatensoße für Senioren. Bei der Firma Föhr in Ravensburg musste man umdenken. Eigentlich beliefert der Caterer Veranstaltungen, große Partys. Die sind abgesagt. Jetzt schnürt man Care-Pakete. Ja, also wer weiß, wie schlimm es noch wird. Und deswegen, gerade für ältere Personen, finde ich das ja eine sehr gute Sache. Und die haben in ihr Glas, können es öffnen, ihre Nudeln kochen und dann haben sie was zum Essen, ja. Und die 50 Mitarbeiter können bis auf Weiteres ihren Arbeitsplatz behalten.